Ja. Okay. Ich spreche heute zu den Menschen, die gegen Extremismus, für die Demokratie und für die Menschlichkeit auf die Straße gehen. Ich kenne den Wunsch, das Gefühl, das sagt, steh auf und erhebe deine Stimme für Demokratie, für die Menschlichkeit und für die Würde, die für jeden Menschen unantastbar sein müsste. Seit fast 4 Jahren setzen wir uns mutig und mit Ausdauer hier in Elzach genau dafür ein. Das ist mit ein Grund, warum ich Demos gegen Extremismus, aber vor allem für Demokratie und Menschlichkeit befürworte. Wer für Demokratie auf die Straße geht, sollte beachten, dass Demokratie nicht nur für die freie Meinungsäußerung steht, sondern auch für den Diskurs. Ein Diskurs, der unterschiedliche Meinungen zulässt. Nicht das Abschmettern oder der Verbot der anderen Meinung ist Demokratie, sondern die wahre Auseinandersetzung damit ist ein Grundbestandteil der Demokratie. Wer sich für Menschlichkeit, Toleranz und Würde einsetzt, sollte sich jeden Tag an diese Werte erinnern und am besten bei sich selbst beginnen. Als Mensch, der in den letzten 4 Jahren als Corona-Leugner und Nazi beschimpft wurde und als Blinderm der Gesellschaft galt, empfinde ich ein starkes und großes Unbehagen, wenn immer wieder aufs Neue eine Spaltung der Gesellschaft gefördert und vorangetrieben wird. Extremismus darf nicht sein. Aber was ist Extremismus? Was bedeutet rechts? Wer ist ein Nazi? Wer stellt sich diese Fragen und vor allem, wer beantwortet sie? Aus Sicht vieler Menschen war und bin ich ein Nazi und war und bin von Nazis umgeben. Wo kommen diesen vielen scheinbaren Nazis in den letzten 4 Jahren eigentlich her? Gibt es sie wirklich oder werden sehr viele Menschen als Nazi oder rechts betitelt, die eine nicht regierungskonforme Meinung vertreten oder nicht mit dem Strom schwimmen? Wer kennt denn tatsächlich einen Extremisten oder einen Nazi aus seinem Umfeld? Ich kenne keine. Daher konnte ich nie verstehen, mit welcher Härte und gleichzeitiger Leichtigkeit den Menschen die Beschimpfung Nazi in Anbetracht des Holocausts in den letzten 4 Jahren immer wieder lautstark über die Lippen kommt. Und ich staune, wie viele Leugner, Faschisten und Staatsfeinde dank Corona, Putin, dem Klima oder der politischen Lage wie Pilze aus dem Boden schießen. Ich möchte euch mal was sagen. Es gibt nicht nur die Gutmenschen und die Nazis, weder bei den politischen noch bei den gesellschaftlichen Fragen. Aber es gibt seit Jahren eine Politik, die für mich persönlich indiskutabel ist und von der ich glaube, sie ist mit die Wurzel des Übels. Für mich persönlich wäre es daher undenkbar, an Demos teilzunehmen, zu der mitunter die jetzigen Parteien aufrufen, an denen sie sich beteiligen oder die benutzt werden, um Stimmen zu fangen. Dankeschön. Mitglieder dieser Parteien sind nicht nur mitverantwortlich für viele Probleme in diesem Land, sondern haben auch mit großer Unterstützung der Medien vor nicht einmal 3 Jahren Angst verbreitet und gleichzeitig mit bösen Parolen wie die Tyrannei der Ungeimpften, Ungeimpfte sind Sozialschädlinge, Ungeimpfte sind der Blinderm der Gesellschaft und mit dem Finger sollte man auf sie zeigen, die Gesellschaft gespalten und tiefe Gräben geschaffen, deren Auswirkungen bis heute zu spüren sind. Es fällt mir schwer zu sehen, dass aus der Corona-Zeit und all den Krisen, die folgten, keine Lehren gezogen werden und jeder Andersdenkende immer wieder ein erneutes, furchterregendes Feindbild darstellt. Und wenn auch in den letzten Jahren noch vieles nicht aufgearbeitet ist und im Dunkeln liegt und Werte wie Demokratie, Gleichheit, Meinungsvielfalt, Würde, Menschlichkeit und Frieden bereits seit Jahren mit Füßen getreten werden, glaube ich dennoch oder gerade deshalb, die Angst vor den wirklichen Nazis, Faschisten, dem Verlust der Demokratie oder der Menschenrechte haben wir alle zu Recht. Egal, aus welcher Ecke die Urheber kommen. Und zum Schluss noch 2 Fragen. Wo sind eigentlich die lauten Stimmen für den Frieden?
zu den Plänen der WHO für den Erhalt des Mittelstands, für unser Gesundheitssystem, für die Aufarbeitung des Corona-Unrechts, für die Menschen, die unter den Folgen der Impfung leiden, sowie für unsere Landwirte. Und wo seid ihr, die ihr heute für Demokratie und Menschlichkeit auf die Straße geht, in den letzten 4 Jahren gewesen? Ich habe euch vermisst, als man den Kindern die Luft zum Atmen nahm, sie absonderte und sie mitschuldig machen wollte am Tod der Großeltern. Als so viele sterbende Menschen in ihren letzten Stunden alleine waren, den Kranken und Senioren das Besuchsrecht entzogen wurde und Millionen Mitbürger mitten unter euch und direkt vor euren Augen diskriminiert, angefeindet und ausgegrenzt wurden und Hass und Hetze die Würde des Menschen unter dem Deckmantel der Demokratie, der Solidarität und der Menschlichkeit mit Füßen trat.